So, bei mir Phil Lenoweit, nach dem 1:1 hier beim TuS Ennepetal. Ja, dein Gesicht spricht ein bisschen Bände. So ganz zufrieden bist du oder sind wir als 09 einfach nicht über den Punkt? Nee, das ist richtig. Man hat sich halt mehr erwartet. Ne? Natürlich, wir haben eigentlich das ganze Spiel in der Hand so ein bisschen. Wir führen bis zur, weiß ich nicht, 83 Minute 1:0. Dann muss man es halt irgendwie über die Bühne kriegen. Dann kriegt man, ich glaube, die zweite Ecke im ganzen Spiel, wobei man weiß, dass halt die Ennepetaler echt gut bei den Ecken sind oder allgemein auch bei Standards. Und dann, so wie das Fußballleben manchmal ist, geht der Ball halt rein, dann steht es 1:1 und am Ende ist dann, ja, ich sag mal, kein verdienter Punkt für Ennepetal, aber auch kein verdientes Drei-Punkte-Spiel für uns dann, weil wir einfach die zweite Halbzeit ein bisschen aus der Hand gegeben haben. Und ja, so läuft dann halt. Ja, ich bitter, ne? Erste Halbzeit haben wir richtig gut im Griff, ne? Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass du überhaupt mal eingreifen musstest. Haben die Jungs echt mega verteidigt, ne, glaube ich. Das war richtig super, aber wahrscheinlich hätten wir da mit einem Zwei-Tore-Vorsprung vielleicht in die Pause gehen können oder sollen, ne? Ja, auf jeden Fall. Natürlich haben wir auch so ein bisschen Glück. Man weiß ja nicht, vielleicht rutscht mal ein langer Ball durch, wie bei denen teilweise. Also bei Ennepetal waren vielleicht zwei, drei Bälle, wo sie mal durchrutschen. Bei uns war es dann halt nicht der Fall. So klar, machst du ein 2:0, machst du vielleicht auch noch ein 3:0 vor der Halbzeit, ist die Messe gelaufen, aber machst du halt jetzt nicht. Und dann ist das ein spannendes Spiel bis zum Ende hin. Und dann hat halt die Mannschaft meistens, die halt im Nachteil ist, doch noch mal ein bisschen mehr Glück als wir. Und dann ist das 1:1 leider, ja, wieder mal zum Ende des Spiels gefallen. Ne? Ja, du hast es gerade schon am Anfang beschrieben, echt schwer. Ne? Die Jungs, die stehen da alle im Fünfer vor dir, ne? Das ist Wahnsinn. Es scheint ja auch eine eingespielte Variante von denen zu sein. Kann man sie einfach auch irgendwie nicht drauf vorbereiten so richtig, oder? Ja, also klar, wir wissen, was sie machen. Natürlich, das Problem ist so ein bisschen, sammeln sich da 5, 6 Spieler vor meinem ersten Pfosten, dann wird das auch für mich ein bisschen schwerer, da durchzukommen oder allgemein auch den Ball zu sehen. Ich gehe in die Masse, sage ich mal, rein bei dem Ball, dann sehe ich auf einmal, kommt, ich glaube, der lange Innenverteidiger von denen und kommt halt noch ein Quäntchen früher als ich dran. Ja, machen sie gut, kann man vielleicht auch verteidigen, aber ja, Glückssache, sage ich mal. Ne? Also, absolut. Mal trifft man den, manchmal trifft man den nicht. Und ja. Insgesamt nach 6 Spielen stehen wir jetzt mit 8 Punkten da. Was würdest du sagen, wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit der Saison bis dato? Ja, wenn ich das zurückblickend sehe, letzte Saison haben wir, glaube ich, nach dem 6. Spieltag 1 Punkt gehabt. Ist natürlich schon mal ein bisschen vorteilhafter. Natürlich wünscht man sich immer viel mehr. Ich sag mal, erster Spieltag 3 Punkte zu holen gegen, ich glaube, Klaus war das. Gegen Rheine war es ein bisschen unglücklich. Und ich sag mal, 8 Punkte sind jetzt nicht wenig, aber man kann auf jeden Fall noch mehr nach oben hinausschauen. Und die nächsten Spiele werden dann dafür auch sehr wichtig werden. Allein Schermbeck und Wreden, denke ich mal, müssen wir jetzt schauen. Auf jeden Fall 6 Punkte müssten eigentlich in den nächsten Wochen drin sein. Das hoffen wir sehr. Kurze letzte Frage noch. Nico Buckmeier hat am Ende dann nochmal eine gelb-rote Karte gesehen, nachdem du gefoult wurdest. Ich glaube vom Torschützen, der glaube ich selber sogar gelb schon hatte. Hätte man vielleicht auch gelb-rot für ihn geben können. Und daraufhin hat sich, glaube ich, Bucki so beschwert, oder? Wie war's? Ja, es war irgendwie, also ich fange die Flanke ab. Der Spieler stellt sich automatisch in mich rein, beziehungsweise lässt einfach die Schulter richtig stehen. Ich werde dadurch dann halt im Vorwärtsgang werde ich umgehauen und dadurch kommt dann der Freischuss zustande, was für mich dann ein taktisches Foul ist und womit dann eine gelbe Karte Bestrafung ist. Ja, gelb und gelb macht gelb-rot im Spiel und meines Erachtens nach würde eigentlich der Ennepetaler die gelb-rote Karte bekommen. Und da jetzt Bucki sich ein bisschen lautstark aufgeregt hat, ist dann dazu gekommen, dass Bucki die gelb-rote Karte bekommt. Ja, ob man die geben muss oder nicht, ist mal nach der neuen Schiedsrichterregelung darf der Kapitän zum Schiedsrichter immer hingehen. Hat der Bucki dann auch gemacht, aber vielleicht hat mir Schiri nicht so gepasst und ja, sehr unglücklich. Und dann kann ich auch verstehen, dass man vielleicht ein bisschen lauter wieder am Außenrand. Ja, sehr unglücklich einfach. Gehört dazu. Ich danke dir für deine Zeit. Genieß trotz alledem den restlichen Sonntag. Nächste Woche Sonntag geht es zu Hause gegen Wreden weiter. Da wollen wir natürlich versuchen, 3 Punkte zu holen. Danke dir. Perfekt, gerne. Ja, bei mir Tom Sindermann. Ja, ein ziemlich aufgewühltes Ende des Spiels. 1:1 ist ausgegangen. Ja, vielleicht schilderst du erstmal so ein bisschen deine Eindrücke des Spiels. Würdest du sagen, gerechtes Ergebnis? Ja, dass der Ausgleich fällt, ist, glaube ich, hinten raus gar nicht so unverdient, weil das Spiel so ein bisschen kippt. Ich denke, wenn man die 90 Minuten insgesamt betrachtet, waren wir trotzdem die bessere Mannschaft, spielen eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, muss ich wirklich sagen. Haben dann eine Vielzahl an Möglichkeiten, müssen meiner Meinung nach nicht nur einzeln führen, sondern höher. Haben dann nach der Pause nochmal 15 Minuten, wo es ungefähr gleichwertig ist, haben aber auch da immer wieder sehr gefährliche Konter. Müssen dann, finde ich, einsetzen, um dann hier, wie gesagt, 2:0 in Führung zu gehen. Und dann kommt halt so ein bisschen das Manko heute. Tatsächlich etwas eingebrochen. Ein bisschen versucht, das 1:0 über die Zeit zu bringen. Ennepetal-Spieler, das, was die jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre in der Oberliga spielen. Dann mit einfachen Mitteln, viel lang nach vorne.
haben dann auch nicht die Kopfballstärke auf dem Platz, um das vielleicht zu verteidigen, gerade bei Standards. Und dann kommt es leider, doofe Floskel, aber wie es kommen musste, nach einer Ecke, ein direkter Kopfball, den wir dann vielleicht auch aufgrund der Größe nicht verteidigen. Und insgesamt ist es natürlich super ärgerlich, nach so einer ersten Halbzeit hier nur einen Punkt mitzunehmen. Ja. Du sprichst gerade das Gegentor an. Also ich hatte den Eindruck, in der ersten Halbzeit hattet ihr wirklich alles im Griff. Ja. Hast du also überhaupt heute, ich fand auch deine Leistung war wirklich enorm. Also gerade weil du Innenverteidigung gespielt hast. Deswegen erwähne ich es nochmal. Das war wirklich Dankeschön. Top. Beim Gegentor. Die hatten ja so eine komische Eckballvariante, indem sie sich alle in Fünfer stellen, die Arme heben, wahrscheinlich Phil damit die Sicht nehmen wollen. Oder was ist da? Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Das vielleicht ein bisschen Irritation, aber der entscheidende Punkt ist einfach, dass die Ecke tatsächlich super scharf auf den ersten Pfosten getreten wird. Muss man auch mal akzeptieren, dass die Ecke super gespielt ist. Dann ist der 1,90 groß, nickt den Ball da vorne direkt ein. Ist natürlich auch sehr, sehr schwierig zu verteidigen, gerade wenn man vielleicht einen größeren Nachteil hat. Und den hatten wir tatsächlich einfach dann in der Situation. Und da muss man vielleicht auch mal akzeptieren, dass man so eine Ecke reinkriegt. Das kann mal passieren. Liegt jetzt aber nicht unbedingt an den Armen, die hochgehoben haben. Aber wie gesagt, weil sowas passieren kann, ist es halt umso ärgerlicher, hier nicht mit 2 Toren in Führung zu liegen. Generell, zweite Halbzeit, ich glaube, wir haben in der 60. die erste Ecke gekriegt. So. Ich glaube, erste Halbzeit ja kaum eine Ecke oder richtig, eine. Genau. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das ja schon ein Anzeichen dafür, wenn die dann halt 5, 6, 7 Ecken kriegen, dass das nicht stimmt und dass man dann eine kassieren kann hier in Ennepetal. Das wissen wir leider. Ja, also würdest du sagen, zu viele Standards generell gezogen in der zweiten Halbzeit? Ja, weil wie gesagt, das Spiel nicht mehr so dominiert wie in der ersten Halbzeit. Ja, die Fans sind aufgebracht, man hört es hinter uns. Die Situation war ganz am Ende mit Nico Buckmeier, der als Kapitän zum Schiedsrichter geht, sich beschwert, meiner Meinung nach völlig zu Recht. Ich habe mich sehr über diese Situation aufgeregt. Wie hast du sie gesehen? Du warst näher dran. Ja gut, kannst ja mal das Video rausholen. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt, dass wenn jemand nach der Meinung des Schiedsrichters sich unsportlich verhält, dann hat er natürlich das Recht, die gelbe Karte zu ziehen. Für mich muss das nur immer ausgewogen sein. Ich weiß auch, dass es Spieler bei Ennepetal gibt, die gerne mal die Arme hochreißen gegen den Schiri und heute nicht die gelbe Karte gekriegt haben. Ich finde den Pfiff halt einfach super unglücklich, sehr unsensibel. Es sind noch 30 Sekunden zu spielen. Das, was gesagt wurde, war überhaupt nicht schlimm. Also es fiel keine Beleidigung und nichts. Kann man vielleicht als erfahrener Schiri auch so durchgehen lassen. Finde ich ein bisschen dünnhäutig. Das ist meine Meinung dazu. Aber auch da wieder. Letzte Woche ändert es auch nichts, hier auch nicht. Und es handelt sich um den Mannschaftskapitän, der als einziger zum Schiedsrichter gehen darf. Ja, aber auch da die Art und Weise ist natürlich, liegt im Rahmen des Schiedsrichters, das dann noch zu bewerten. Deswegen ist jetzt kein unrechtmäßiger Pfiff oder so. Ich finde es einfach nur sehr dünnhäutig. Aber wie gesagt, das ist eine Linie anscheinend bei solchen Geschichten. Und er ist derjenige, der hinterher entscheidet, ob es runtergeht oder nicht. Und heute hat er leider so gepfiffen. Wie gesagt, wir können jetzt wieder eine andere Meinung dazu haben. Und sich aufregen, habe ich auch jetzt genug gemacht, aber bringt uns nächste Woche nicht weiter. Hacken wir die Szene ab, so ist Fußball leider, manchmal. Ne? Mir fiel auf, in der zweiten Halbzeit hat Ennepetal ja doch deutlich mehr das Spiel übernommen und hat auch mehr Druck auf unser Tor gemacht. Wir kamen nicht mehr so richtig zu Abschlüssen. Also in der ersten Halbzeit hatten wir viel mehr, wie sagt man heute, Szenen in der Box. Woran meinst du, lag das? War da ein bisschen Luft raus? Ihr habt ja auch starkes Pressing gespielt in der ersten Halbzeit. Ja, also ich glaube, die Phase, in der wir dann so dominieren, da investieren wir sehr, sehr viel. Das zieht uns vielleicht an den Stecker hinten so ein bisschen, dass wir nicht mehr so diese Dominanz halt kriegen. Und vor allem ist es halt so, wenn du einmal so den Fluss hast, du spielst Chance raus, es fällt alles leicht, du spielst dir nochmal eine Chance raus, dann läuft das Ganze halt. Und wenn du das aber nicht hast, dann musst du dir mit Mühe den Ball erkämpfen, hast viele Zweikämpfe, bist dann kaputt, dann fällt vielleicht das kurze Spiel nicht mehr so leicht. Und das ist dann so ein kleiner Kreis, der dann sich immer weiter dreht. Und den zu brechen ist natürlich dann schwierig, gerade wenn man denkt, okay, wir führen ja 1-0 und mit einer guten Defensivleistung gewinnst du das Spiel auch so, dann ist vielleicht so der ein oder andere kurze Pass da nicht mehr drin, der vielleicht sinnvoll gewesen wäre, weil man sich dann sagt, okay, jetzt einen Fehler zu machen ist auch unnötig. Und das hat uns heute, glaube ich, einfach so ein bisschen hinten raus gekillt, dass wir dann, wie gesagt, zu viel, habe ich ja eingangs schon erwähnt, verwaltet haben und dann halt eben nicht nochmal den kurzen Ball gespielt haben, sondern halt auf die sicheren Dinger gegangen sind, hätten wir vielleicht
ja, bei dem Kurzpassspiel bleiben müssen, uns ein bisschen mehr noch trauen müssen, auch wenn da mal ein Fehler bei ist. Aber wie gesagt, vielleicht war es dann auch einfach die Kraft, die wir vorher investiert haben. Ja, jetzt geht es nächste Woche gegen Frieden. Jetzt haben wir 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen uns geangelt. Ja, die Frage ist, würdest du sagen, das ist heute jetzt ein gewonnener Punkt oder würdest du sagen, ja, haben wir eigentlich eher liegen lassen, die 2 Punkte? Nee, verlorener Punkt, also oder verlorene 2 Punkte. Nicht, weil wir dann hinten raus die bessere Mannschaft waren, sondern einfach, weil ich ja gesagt habe, weil ich meine, dass wir über 90 Minuten dann trotzdem die bessere Mannschaft waren. Und wir das Spiel halt eher entscheiden müssen, deswegen finde ich schon verloren. Und insgesamt muss man sagen, wir sagen, wenn Rheine machen wir ein solides Spiel, irgendwie nicht kein gutes, aber halt auch nicht mega schlecht. In auch Siegen, Standards da, ne? Genau, das Problem. Stimmt, 2 Standards. Dann in Siegen machen wir ein gutes Spiel, nehmen einen Punkt mit und hier machen wir jetzt eine gute 60 Minuten, nehmen wieder einen Punkt mit. Insgesamt stehen wir mit 2 Punkten da, ist aus den 3 Spielen sicherlich zu wenig. Ja, okay, danke dir. Gerne. Schlü, am Ende heißt es 1:1 hier beim TuS Ennepetal. Du hast heute Christopher Pache mit den anderen Jungs zusammen vertreten. Sag mal kurz, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, unterm Strich auf jeden Fall bitter, so wie es ausgegangen ist. Wir machen in der ersten Halbzeit eigentlich ein gutes Spiel, belohnen es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht gut genug, müssen vielleicht 2:0 führen in der Pause, dann sind wir noch mit ein bisschen besseren Gefühl dann in der zweiten Halbzeit. Trotzdem haben wir in der Halbzeit gesagt, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir belohnen uns jetzt, wir halten die Null, sodass wir die 3 Punkte auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Haben dann aber leider in der zweiten Halbzeit einfach kein gutes Spiel gemacht. Kam irgendwie auch nicht gut rein, Ennepetal hat ein bisschen Druck aufgebaut, verteidigen das am Ende einfach nicht gut und unterm Strich haben wir dann auch einfach nicht genug nach vorne gemacht, keine Ballbesitzphasen mehr, sodass ich dann sagen muss, ist der Punkt dann irgendwie unterm Strich auch in Ordnung. Wie kann man da von außen dann eventuell noch einwirken? Weil ich sag mal, ihr merkt ja, dass ihr nicht A gut reinkommt, ja, beziehungsweise B, das Spiel so ein bisschen in Ennepetals Richtung geht. Ist dann schwer einzugreifen noch irgendwie? Ja, auf jeden Fall nicht einfach. Man kann natürlich mit Wechseln eingreifen, das haben wir voll ausgeschöpft. Hat dann auch nicht so den erhofften Ertrag gebracht, den wir uns gewünscht haben. Ansonsten immer wieder ein bisschen pushen, von außen nochmal ein paar Impulse geben, ein bisschen was umstellen. Aber ansonsten war es einfach schwierig, hier den Hebel wieder umzulegen, weil nach dem Start in der zweiten Halbzeit einfach nicht gut reingekommen. Haben dann sogar noch in der Phase, in der Anfangsphase, die Chance, das 2:0 zu machen. Das wäre, glaube ich, nochmal so eine Möglichkeit gewesen, einen Impuls auf dem Platz selber zu kreieren, das 2:0 zu machen. Dann ist die schlechte Anfangsphase eigentlich gegessen. Aber machen wir nicht und dann bleibt es in Ennepetal immer eng und dann flattert, auch wenn es schlecht läuft, irgendein Standard nochmal hinten rein. Ja, das ist, glaube ich, besonders bitter, ne? Weil ich glaube, wir haben tatsächlich, wie du sagst, am Anfang der zweiten Halbzeit echt ein bisschen Probleme gehabt tatsächlich. Aber gerade in der Phase, wo wir dann den Ausgleich kassieren, hatte ich das Gefühl, dass wir es eigentlich halbwegs im Griff hatten. Aber gut, Standards sind natürlich gegen die Jungs auch schwer zu verteidigen. Ja, richtig. Also sind sie ja seit Jahren für bekannt. Bitter haben wir natürlich angesprochen, aber ist dann auch schwierig zu verteidigen. Gerade da am ersten Pfosten, da sind sie dann gut positioniert mit 2, 3 großen Spielern. Ekliger Ball, Torwart schafft es auch nicht ganz rauszukommen. Und dann steht man hier mit einem Punkt und ist irgendwie unzufrieden und Wermutstropfen am Ende auch noch. Bucki gelb-rot, tut dann nochmal doppelt weh. Ja, du sagst es, ne? Nico Buckmeier hat dann kurz vor Schluss noch die gelb-rote Karte gesehen. Dementsprechend die 09-Fans hier auch mit dem Schiedsrichter, glaube ich, nicht so ganz richtig einverstanden. Aber gut, wird uns natürlich jetzt im wichtigen Heimspiel gegen Vreden leider fehlen. Aber gut, wir sind erstmal froh, dass er heute auch wieder dabei war. Natürlich. Ich danke dir jedenfalls für die Zeit erstmal. Genieß trotz alledem den Sonntag und wir sehen uns nächste Woche gegen Vreden. Bis dahin. Machen wir. Gleich bald. Alles Gute.